Souveränie. Ja, wir sind im Glockenturm. Hallöchen. So, ist hier was zu machen? Oder hier? Ah, ein Glockenspiel. Okay, ein Glockenspiel, ein Glockenspiel. Wie ging das nochmal? So. Wer die Musik nicht erkannt hat, ist kein Harry Potter-Fan. Also das sind richtig coole Gimmicks hier teilweise. Ist auch eine sehr musikalische Folge heute. So, hier runter. Boah. Ja, hier kommen später noch Zahnrad-Quests. Also so eine Scheiße. Ja. Hallöchen, wer steht denn da? Egal. Gehen wir zum Krankenflügel, holen ihn und fertig. Ist das nicht Anthony? Sagen wir es ihm. Okay. Hey Harry, ich habe gehört, du hast einen Raum für die DA gefunden. Was? Das sollte doch geheim bleiben. Keine Sorge, Ernie hat's mir erzählt und der weiß es von Neville. Wir sehen uns dann dort, okay? Wie finde ich den Raum der Wünsche? Geh in den 7. Stock und denk daran, wie dringend du den Raum finden möchtest. Dann erscheint die Tür. Okay. Ich weiß nicht, ob Harry und Michael auf dem Laufenden sind. Sag ihnen besser Bescheid. Nur noch 4 von 15.000 Aufgaben abschließen. Naja, gut. So, und hier ist der Krankenflügel. Also gut. Suchen wir Zacharias Mega Power Trank. Mega. Depulso! Wow. Aktion! Okay. Super, Harry. Ja. Echt toll. Ja, ich zauber mich jetzt einfach mal hier durch. Verbiet ein. Den Ofen entzünden. Okay. Das ziehen wir noch. Das ziehen wir auch noch. Das auch noch. Oder doch so. Hopp. Dann machen wir diese Bettdecke noch ordentlich. Okay. Diese da ordentlich. Ziehen wir das hier noch zurück. Das hier auch zurück. Und das Bett noch. So. Damit hätten wir aufgeräumt. C. So 100% entdeckt. Cool. Mal was schnell ging. Da ist er. Ich hab ihn. Nichts wie zurück in die Bibliothek und zu Zacharias. Ja. Ein rosa Trank, der einen glauben macht, dass man irgendwie jetzt schneller wäre als sonst. Es ist super. Was stöhnst du denn so, Ronald? Gehen jetzt mal hier runter. Ja, vierter Stock. Vierter Stock. Wo müssen wir hin? In den dritten, glaube ich. Ah, oh, was haben wir hier? Verstaubtes Porträt. Incendio! Okay. Kennen Sie das Passwort von Percival Pratt? Gibt er wieder Rätsel auf? Ich kenne es nicht. Frag Professor Basil Franzek. Okay, mache ich's halt. Ja. Wer ist Professor Basil Franzek? Okay, in diesem Teil des Schlosses kenne ich mich überhaupt nicht aus. Das ist. Nö. Okay. Hier ist nichts. Hier steht wieder ein Weg rum. Wir unnützen Wegbegleiter. Was haben wir hier? Was machen deine Halluzinationen? Naja, was machst du hier? Stupor!
Ja, er versucht, er wegzurennen. Hahaha. Magischer Trottel. Hau ab. Die ist ja drauf. Jetzt los. Okay, kleiner Hacker. Ein Wasserspeier. Toll. Kanikel, Kanikel, Kanikel. Bitte? Ihr müsst mich verwechseln. Ich kann nicht sprechen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch kein einziges Wort gesagt. Tut mir leid, aber hier ist niemand. Ihr habt Halluzinationen. Ich höre niemanden sprechen. Okay. Kann ich vielleicht... Wow. Okay. Okay, Harry, du fängst nicht einfach an zu brennen. Nee, du bist ein ganz cooler Typ. Den Teppich hatte ich auch schon ein bisschen ausgeklopft. Gut, gehen wir mal einfach weiter. Ich hätte wahrscheinlich die Wasserspeier-Quest schon mal aktivieren sollen. Ah, dich kenne ich doch. Du hängst in der Bibliothek, wa? Ich muss auch mal in die großen Halle und so einen Zeitungsartikel rausfinden. Na komm, schon. Okay. Was haben wir hier? Ah, ein Vorhang. Und ein goldener König? Fragezeichen? Sieht so aus. Na komm. So. Was haben wir hier? Noch eine Rüstung. Alles in Ordnung. Und da hinten noch ein verstecktes Schild. Also richtig viel Zeugs. Gleich schon wieder ein Zauber-Upgrade. Meine Fresse, ey, was wir heute alles schaffen. Du warst lange nicht mehr in unserem Geheimraum. Hatte ich da. Siehst du nach, was drin ist? Nö. Bin so ganz übler. Okay. Aktio. Zum Erforschen. Enter drücken. Enter gedrückt. Und XP eingesammelt. Also, dieses Spiel ist umfangreich. Da kann man nichts sagen. Oh, schön die Mucke. Einfach schön. Warum besuchst du mich? Oh, darum nicht. Genau aus diesem Grund. So, geht's hier runter. Mann. Hallo. Ist da wer? Ja, die Porträts, die sich auch immer bewegen, ist da lustig. Na komm, beweg dich, du kannst es, ich weiß es. Warum bewegt sich diese Treppe eigentlich nicht? Ich sehe eigentlich, dass sie sich bewegt. Auch das Bild da hinten bewegt sich nicht. Na endlich. Jetzt hat sich's bewegt. Okay, hier hin. Und hier hin. Wir schlagen jetzt gleich ganz viele Klappen mit einer Fliege. Au, voll wieder gegengerannt. Hier rein. Du bist Harry Potter. Hast du wirklich er, dessen Namen nicht genannt werden darf, besiegt? Und im zweiten Jahr gegen eine Riesenschlange gekämpft? Und das Trimagische Turnier gewonnen? Ja. Wow. Und Professor McGonagall hat Harry beauftragt, ein paar rotznasige Erstklässler zu finden, die nicht beim Nachsitzen erschienen sind. Sie meinte, Harry soll euch alle an den Küchendrachen verfüttern, wenn ihr nicht kommt. In der Küche gibt es gar keinen Drachen, oder? Willst du es rausfinden? Na dann aber schnell. Ich wusste gar nicht, dass es zu unseren Aufgaben als Vertrauensschüler gehört, Erstklässler zu piesacken. Nun, diese Zwerge müssen ein wenig Respekt lernen. Respekt lernen, ja klar, ja klar. Warum auch nicht? Mist, ich habe kein Malzbier mehr in der Flasche. Kraftmalz und die großen Starkwerte. Ich hole mir gleich mal was zu trinken. Aber was ist hier oben? Ach, gar nichts. Das hat sich echt gelohnt, hier hochzugehen. Naja. Ach, aber die Musik ist so schön. Wenn die was gut gemacht haben hier, dann ist es die Musik.
Und in Myrtes Raum der Belohnungen gibt es auch einen Videoclip, der dreht sich fast ausschließlich um die Art, also hier darum, wie die ganze Musik dafür gemacht wurde. In den ganzen anderen Teilen wurde es am PC gemacht, hier in diesem Teil aber wurde alles live aufgenommen. Also Respekt. Professor Basil Fawcett, ich glaube, das war der Typ, mit dessen Porträt wir zur Bibliothek gekommen sind. Da müssen wir also jetzt wieder runter. Boah. Wenn man was in diesem Spiel macht, dann ist es laufen. Aber richtig. Na, 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 na. Na, na, na. Treppe, Treppe. Bleib hier. Ja, gut so. Guter Junge. Ich bin kein Mann der großen Worte, habe selten was zu sagen. Such dir einen anderen für all deine Fragen. Ja, für den Typen machen wir das. Und ich weiß gar nicht mal, wohin sein Porträt führt. Ich glaube, das führte zum Bootshaus. Jetzt spoilere ich schon wieder so ein bisschen. Also das Bootshaus, denke ich mal, kennt jeder. Dort war der... Dort ist im Teil 7.2 der Severus Snape drin gestorben. Das war das Bootshaus. Und anführt dieses Porträt. Das weiß das Porträt jetzt aber nicht. Kennen Sie das Passwort für das Porträt von Percival Pratt? Ständig wissbegierig, Harry. Das freut mich sehr. Nun, du solltest deine Entdeckungsreise bei der Schäferin am Treppenabsatz im zweiten Stock fortsetzen. Ja, klar. Sind Sie sicher, dass Sie das Passwort nicht kennen? Boah. Jetzt lässt er mich nicht durch, dieser Assi. Na gut, zum Glück kann ich hier durch. Möge Ihr Mut Sie nicht verlassen. Das ist zum Beispiel auch einer der Nachteile, wenn man hier die ganzen Porträts aktiviert, also die ganzen Passwörter der Porträts gleichzeitig rausfinden will. Du kannst die Porträts nicht mehr benutzen, die mit der in der Quest in Verbindung stehen. Ach, und ich aktiviere jetzt auch mal diese Quest auch noch. Sind das die Hausaufgaben für Geschichte der Zauberei? Ja, wir müssen 5 sprechende Wasserspeier auflisten. Ich habe in Geschichte von Hogwarts nachgesehen, aber nichts gefunden. Ich kann mich nicht erinnern, dass Binz was von Wasserspeiern erzählt hat. Er ist so öde. Gib mir mal deine Notizen, Hermine. Nein. Na super. Gibst du mir Bescheid, wenn du alle gefunden hast? Das wäre prima. Gut, mache ich. Wir müssen die Augen und Ohren offen halten. Überall in Hogwarts sind Wasserspeier, aber nur wenige sprechen. Jo, nur noch 5 Aufgaben. Das geht ja echt voran. Oh, hier kann man auch so viel machen. Müsste irgendwo ein sprechender Wasserspeier sein. Ja, ist nicht so, dass ich ihn schon sehen würde. Sind Sie ein sprechender Wasserspeier? Sprichst du immer mit Leuten, von denen du denkst, dass sie nicht sprechen können? Normalerweise spreche ich gar nicht mit Wasserspeiern. Viele Wasserspeier sind dir bestimmt sehr dankbar dafür. Danke, dass Sie mit uns gesprochen haben. Gehen wir. Sie schienen nicht besonders glücklich zu sein. Einen hätten wir. Apropos, kannst du auch? Ja, du kannst es auch. Ist doch schön. Hallo, Professor. Potter? Weasley, Miss Granger, was habe ich da über Drachen in der Küche gehört? Bitte erzählen Sie nicht solche Geschichten. Es könnte jemand auf die dumme Idee kommen, nachzusehen. Nichtsdestotrotz. 10 Punkte für Gryffindor für ihren Einfallsreichtum. Okay. Apropos, wir gehen mal direkt hinterher. Der Verwandlungsklassenraum. Cool. Ja, hier kannst du nichts machen. Außer das. Ja, boom, Matrix. Okay. Ja, die Tür bleibt offen. Ich meine, das Spiel ist jetzt ein kleines bisschen verbuggt, aber naja. Hierhin. Hier ist der falsche Ausgang. Ach, da können wir jetzt gleich noch eine Klappe mit einer Fliege schlagen. Hier links gehen wir nicht lang. Nein. Incendio!
Ja, mach hin. Gut. Jetzt geht's hier rein. So, Myrte, hallöchen. Myrte, du warst doch vor 50 Jahren schon hier in Hogwarts, oder? Ja, warum? Willst du mich veräppeln? Nein. Hast du jemals den Geheimgang hinter Boris den Bekloppten benutzt? Warum? Versprichst du mir, dass du mich wieder besuchen kommst, wenn ich dir das Passwort verrate? Ja, natürlich. Es lautet, vergiss mein nicht. Ich hoffe, du vergisst mich nie, Harry. Oh je. Natürlich nicht. Wie könnte ich dich je vergessen? Oh, wie könnte ich dich je vergessen? Schlucht, Schlucht. Naja. Incendio! Okay, hopp, hopp, hopp. Das ist noch nicht angezündet. Wie viel haben wir? Wie viel Prozent? 52% Entdeckerstatus. Na toll. Ja, kann man ja ewig weitermachen. Hier war noch einer. Hier, du stehst direkt runter. Okay. Und jetzt? 58% Entdeckerstatus. Seltsam. Oder hat er sich das hier nicht abgespeichert? Ist in der letzten Folge ja zu sehen. Depulso! Tja, also kein Plan. Ist das hier eigentlich ein Spiegel? Dafür ziemlich dreckig. Tja, dann wollen wir mal weitergehen.